Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension. Ich habe mal wieder ein Buch aus dem Hause Vesta gelesen. Und zwar ein sehr, sehr, sehr grausames. Ich meine, ja, Vesta bringt keine Liebesromane raus, ne? Wie man jetzt schon so langsam weiß. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß das auch. Da bin ich zurzeit wieder recht aktiv. Und zwar handelt es sich um Schänderblut von James White. Wie gesagt, aus dem Hause Vesta. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil dieses Buch momentan sehr hoch gelobt wird in den entsprechenden Fangruppen. Es gibt auch so eine Feste-Extremgruppe und auch auf dem Verlag selber habe ich sehr viel Positives über dieses Buch gehört und wollte das dann auch gerne lesen. Und auch der Autor wird sehr hoch gelobt und deswegen wollte ich das dann gerne haben. Das Cover finde ich auch sehr verstörend, also... Ja, so ein weinender Junge. Ja, finde ich krass. Worum geht es denn in dem Buch überhaupt? Ja, es geht um den 15, nee, es geht um den 10-Jährigen. Ich glaube, er ist 10 Jahre alt, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Es geht auf jeden Fall um Joseph Miles. 15 Jahre vor der Geschichte, die wir lesen, ist er entführt worden, grausam verstümmelt worden, richtig misshandelt worden, also richtig, richtig heftig. Und er hat das Ganze aber überlebt. Wie es sich herausstellt, auch als vermutlich einziges Opfer hat er das Ganze überlebt. Wie und wie die Zusammenhänge sind, das müsst ihr dann selber lesen. Aber er hat ein Problem seither. Denn es geht um Kannibalismus in dem Buch und er stellt bei sich selbst eben auch diesen Hunger fest und diesen Drang, selber Menschen umzubringen und selber Menschen zu töten und ja sogar zu verspeisen. Und ja, er kämpft gegen diesen Drang auch an. Also er möchte das ja gar nicht. Er weiß ja, dass es böse ist und dass es schlecht ist. Indem er in irgendwelche Clubs geht, harte Sexpraktiken durchführt, Schmerzen zufügt, sich selber Schmerzen zufügen lässt und so weiter und so fort. Und es hilft aber nicht. Dieser Drang wird immer und immer schlimmer und er weiß nicht, was er tun soll. Er ist schon in der Therapie für Sexsüchtige. Er macht ein Seminar, also am College, besuchte ein Seminar bei einem Professor, wo es eben um Serienmörder geht und wie man zu einem wird, um eben zu ergründen, ob er denn irgendwie eine Heilung findet. Tja, jetzt ist es aber so, dass Joe eines Tages ein Mädchen kennenlernt, eine Frau, in die er sich unsterblich verliebt und auch auf die hat er Appetit. Und das möchte wirklich irgendwie heilen, bekämpfen, denn er möchte nicht seine große Liebe irgendwie auffressen. Ja, genau. Hört sich ziemlich krass an, ist auch ziemlich krass. Es gibt ja im Vesta Verlag die Extremreihe, die richtigen Hardcore-Bücher. Und ich finde, dies ist ein Buch, das passt in die Extremreihe. Denn es ist wirklich, also der Autor nimmt kein Blatt vom Mund. Er hat eine Fantasie, was die Grausamkeit betrifft. Ich frage mich dann immer, wie kommt man auf sowas? Ja. Die nächste Frage ist, warum liest man sowas? Ja, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig grausam zu lesen. Es geht auf der ersten Seite, es geht wirklich gleich am Anfang geht's los mit eben einer Szene aus dieser Entführung des kleinen Joes, wie er das erlebt, welche Schmerzen er erleidet und geht weiter und es switcht auch immer mal in die Vergangenheit. Joe denkt auch immer mal über die Vergangenheit nach und dann switchen wir wieder in die aktuelle Handlung und es ist wirklich ein sehr, sehr grausames, verstörendes, brutales und auch ekelhaftes Buch. Also es ist, puh, ja, genau, also ich habe auch über Kannibalismus und sowas noch nicht viel gelesen, finde es auch ein recht ekliges Thema, ein sehr grausames Thema und der Autor hat das dann auch noch in eine sehr spannende und interessante Geschichte verpackt, also er hat da richtig Spannung reingebracht. Und man konnte sich in Joe so richtig hineinversetzen, warum ist er so, wie er geworden ist. Man hatte auch Mitleid mit ihm, denn er will ja seine Krankheit bekämpfen. Er weiß nur einfach nicht, wie. Und gleichzeitig war es einfach eklig und ja,
Genau, also es ist auf jeden Fall nichts für zart Beseitete. Es ist mal wieder wirklich ein richtiger Hardcore-Thriller, richtig heftig. Und ich muss auch sagen, je mehr ich von dem Autor lese, desto mehr schätze ich den Autor. Denn er bringt in den Leser sehr viele Gefühle rüber. Also den Ekel, die Freude, also auch man freut sich ja natürlich auch. Und die Spannung und man kann sich gut in die Protagonisten hineinversetzen. Und also der bringt so viele Höhen und Tiefen in einem vor. Also das war wirklich ein Leseerlebnis. Also ich war zwar immer mal fassungslos, aber und habe mir so gedacht, passiert das gerade wirklich? Und gleichzeitig kann er das so gut und plastisch beschreiben, als würde ich jetzt einen Film angucken. Und ja, weil manche Splatter-Horror-Bücher, das sind ja einfach nur so die grausamen Szenen so aneinandergereiht und wiederholen sich dann auch ständig. Und das ist eben in dem Buch so gar nicht der Fall, finde ich. Und also auch die Wortwahl, die wechselt sich ab. Also es liest sich richtig flüssig und schnell. Also das Buch hat 332 Seiten. Ich habe das in zwei Häppchen so... Häppchen? Ein Wortspiel. Ich habe das so in zwei Häppchen durchgelesen. Und dann auch nur aufgrund von Zeitmangel, sonst hätte ich das in einem Rutsch durchgelesen. Kostet wie die meisten Taschenbücher aus dem Verlag 13,95 Euro. Und möchte ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal was Grausames, Neues lesen wollt. Es gibt davon jetzt schon einen zweiten Band, der heißt Schänder Zorn. Und da bin ich auch mal richtig gespannt, wie es da weitergeht. Also, ja. Also einen Serienkiller einem so schmackhaft zu machen, dass man sich nicht nur in ihn hineinversetzen kann, sondern auch noch Mitleid mit ihm hat und auch noch spannend das Ganze verpacken kann. Das finde ich echt eine phänomenale Leistung. Und wer auch so hardcore drauf ist wie ich und gerne sowas liest, der sollte sich das zu Gemüte führen. Und wenn ihr auch gern Horrorbücher lest, dann gebt mir doch auch gerne mal einen Buchtipp. Würde mich freuen. Ich sage tschüss bis zum nächsten Mal und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Rezension gefallen hat. Bye!